Die österreichische Landwirtschaftsministerin Lisabeth Köstinger tritt zurück. Über ihre Amtszeit hinweg hat sie wichtige Tierschutzverbesserungen blockiert. Das geforderte Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung wurde von der ÖVP-Politikerin seit Jahren torpediert. Aktuell steht eine Novelle des Tierschutzgesetzes und des Tiertransportgesetzes in Begutachtung. Der Tierschutz fordert nun eine Neuverhandlung der Novelle, um wichtige Verbesserungen in der Gesetzesänderung zu fixieren. Ein Verbot der Vollspaltenböden und eine Verbesserung des Tiertransportgesetzes sind dringende Baustellen, um die sich das Landwirtschafts- und Tierschutzministerium nun kümmern müssen.